Ich habe mit meinem Kollegen Lennart im Büro so eine kleine Wette, wer das merkwürdigste smarte Gadget findet. Und das geht schon eine ganze Weile. Wir haben auch schon Sachen gefunden, wo wir beide gedacht haben, das kann gar nicht wahr sein. Aber einen habe ich noch für dich, Lennart. Den hatten wir noch nicht in der Redaktion und den zeige ich euch jetzt hier in dem Video. Ich muss auch gar nicht weit gehen. Das Ganze lief nämlich schon im Hintergrund. Das ist ein smartes Springseil. Ja, auch das kann man irgendwie mit einer App verbinden und das geht im Prinzip ganz einfach und ist gar nicht so dumm. Das ist ein Springseil erstmal, ganz normal, mit zwei Dingern, wo ich mich festhalten kann und dann eben darüber springen kann. Das Besondere an dem Ding ist, diese Anzeige in der Mitte, die quasi aus ein paar LEDs besteht, die mir in jeder Umdrehung einmal sagt, wie oft ich schon gesprungen bin. Jetzt in dem Fall zählt er so um die 7060. Läuft also schon den ganzen Tag das Teil, das wäre für mich ein bisschen viel. Was aber eigentlich total nützlich ist, ist, wenn man damit wirklich trainiert, und das machen ja einige, dann ist diese Angabe gar nicht so unsinnig, wenn man irgendwie auf Menge trainieren möchte oder ein bestimmtes Ziel vor Augen hat. Das geht nicht nur mit der Anzahl der Sprünge, das geht auch mit Kalorien, der zählt nämlich hier mit und sagt mir gerade, dass diese Maschine bereits 1200 Kalorien verbrannt hat. Die hätte ich selber gerne schon verbrannt, aber ich glaube, das trifft auch auf uns zu, weil wir hier über die Messe laufen und es ist unfassbar anstrengend. Dennoch, smartes Springseil von 10 Gram, Smart Rope heißt das Ding, kostet um die 80 Dollar, ist also nicht allzu teuer, die App ist kostenlos und also wer schon immer mal ein Springseil haben wollte, was die Sprünge mitzählt, der ist damit ganz gut beraten. Das Einzige, was mir nicht gefällt, das sind die Griffe, die sehen nämlich einfach wirklich nicht schön aus, aber ansonsten ganz pfiffige Idee.